Im Museum der Stadt Weinheim bekommt man bei der Ausstellung zum 750-jährigen Stadtjubiläum zurzeit einen sehr interessanten Eindruck vom Leben im Mittelalter. Vor 750 Jahren wurde Weinheim zum ersten Mal geschichtlich erwähnt. Dies ist der Anlass für die aktuelle Ausstellung Franken, Ritter, Hexen, Reise ins Mittelalter, die noch bis zum 27. April zu sehen ist. Weinheim kann allerdings auf eine viel längere Geschichte zurückblicken. Im Lorscher Kodex war von Wienenheim bereits im Jahre 755 die Rede. Schon vor 100 Jahren wurden Gegenstände aus einer Zeit gefunden, die weit in die Frankenzeit zurückreicht. Die Besonderheit der Exponate hebt der Archäologe Wolfgang Tietze hervor. In dieser Vitrine hier sehen Sie also Beigaben des fränkischen Rheingräberfeldes, das man vor gut 100 Jahren im Gewand Kapellenegger gefunden hat. Damals wurden bei Anlage eines Klärbeckens etwa 50 sogenannte Rheingräber freigelegt, in denen die Toten in Reihen bestattet wurden. Männer, Frauen und Kindergräber wurden damals aufgedeckt. Und in dieser Vitrine sind einige besondere Gräber ausgestellt und darauf möchten wir dann jetzt eingehen. So, ein besonderes Grab aus diesem Gräberfeld ist das Grab Nummer 18, in dem wir hier eine Hofbesitzerin der damaligen Siedlung erkennen. Man kann die Funde mit einer höhergestellten Persönlichkeit insofern verbinden, als das Grab, respektive die Beigaben, besondere Stücke enthalten, die in normalen Gräbern nicht vorkommen. Einmal eine Goldmünze, einmal einen Spinnwirtel aus Bergkristall und ein besonders kostbares Glasgefäß. Alle diese Gegenstände weisen auf eine gehobene Bedeutung ihrer ehemaligen Trägerin hin. Es geht in der Ausstellung besonders um den Alltag der Menschen im Mittelalter. Für die einfachen Menschen ging es oft um das tägliche Brot und das simple Überleben. Was geerntet wurde, in erster Linie Feldfrüchte, konnte man dann auf den Märkten erstehen. Die Privilegierten zogen in den Krieg und hatten zumeist eine reichhaltigere Speisekarte. Die Mitmachstation vermittelt den heutigen Besuchern, wie der damalige Alltag aussah. Auch die Leiterin des Museums, Claudia Bugle, weiß die Anfänge Weinheims und das Leben im Mittelalter richtig einzuschätzen. Die Ausstellung heißt Die Reise ins Mittelalter und umspannt die Zeit von 700 bis gegen 1500, das Ende des Mittelalters. Die Reise ins Mittelalter, was zeigt sie uns? Die Ausstellung zeigt die Zeitspanne von 700 bis 1500, das ganze Mittelalter und umfasst auch den Zeitraum 1264, das Jahr, in dem unsere neue Stadt Novum Obitum zum ersten Mal schriftlich erwähnt wird. Die Ausstellung zeigt weiter auch eine ganze Reihe von Repliken, damit die Besucher einen Eindruck bekommen, wie die verschiedenen Gebrauchsgegenstände damals aussahen. Hierzu nochmals der Archäologe Wolfgang Tietze. In dieser Vitrine sind, wie gesagt, Originale zu sehen, Originalfunde, die aus der Zeit des 6. und 7. Jahrhunderts stammen, die also über 1300 Jahre alt sind, Funde, die ungereinigt gefunden wurden und in Restaurierungswerkstätten so hergerichtet wurden, wie sie jetzt in der Vitrine zu sehen sind. Im Unterschied zu den Repliken, die in anderen Bereichen der Ausstellung zu sehen sind. Diese Repliken sind zu dem Zweck hergestellt worden, die Originalfunde, die ja meistens in Scherben gefunden worden sind, in ihrer Vollkommenheit darzustellen. Eine besondere Bedeutung kam damals auch den Hexen zu. Ihnen wurden Zauberkräfte nachgesagt. Zum Teil verehrte man sie als weise Frauen, manche wurden aber auch als Gespielinnen des Teufels verunglimpft und landeten auf dem Scheiterhaufen. Für die Ausstellung verantwortlich zeichnet neben der Stadt Weinheim auch Agil, das Büro für angewandte Archäologie. Ja. Okay. Die Ausstellung, die ja eine Familienausstellung ist, zieht sehr viele Familien mit Kindern in unser Haus. Wir haben auch schon gemerkt, dass sehr viele Leute aus der Region zu uns kommen, die bisher unser Museum noch gar nicht kennen. Das macht uns natürlich besonders stolz, dass wir mit dieser Ausstellung Reise ins Mittelalter so eine große auch regionale Wirkung haben und die Ausstellung ist doch bis zum 27. April hier zu sehen.